Assalamu alaikum. Heute wollen wir über die dritte Sache sprechen, welche unsere Sünden tilgt. Die sogenannten drei Kaffarat. Und zwar sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa naqlu al-aqdami ila al-jama'at. Allahu akbar. Und dass ich meine Füße zu den Gemeinschaftsgebeten bewege. Mit anderen Worten, dass ich immer wieder zu den Gemeinschaftsgebeten gehe. Meine lieben Geschwister im Islam, unsere Religion ist eine Religion der Gemeinschaft. Alles, was wir tun, tun wir in der Gemeinschaft. Ja, selbst wenn wir allein beten, denken wir an die Gemeinschaft. Wir sagen, Iyyaka na'budu, dir allein dienen wir alle zusammen. Wir sagen, Ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns den geraden Weg. Ich schließe mein Gebet ab und grüße. Auf der rechten Seite, Assalamu alaikum, als wäre jemand an meiner rechten Seite, das kann der Engel sein, aber das kann auch, wie gesagt, eine Person sein. Und ich grüße denjenigen, der an meiner linken Seite ist. Unsere gesamte Religion basiert darauf, dass wir sie in der Gemeinschaft praktizieren. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass das Gebet in der Gemeinschaft 27 Mal, Allahu akbar, 27 Mal besser ist als das Gebet, was ich allein verrichte. Ein Gebet in der Gemeinschaft hat eine ganz andere Seele, ein ganz anderes Gefühl. Ich bin mit meinen Geschwistern zusammen. Ich bete hinter einem Imam. Der Shaitan ist viel schwächer. Warum? Weil der Shaitan mit der Gemeinschaft viel schwächer ist, als wenn jemand allein ist. Und aus diesem Grund hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Muslime in der Gemeinschaft beten. Und er hat sie immer wieder motiviert. Er hat uns aufgezeigt, dass derjenige, der das Isha-Gebet, das Nachtgebet in der Gemeinschaft vollzieht, so ist, als hätte er die halbe Nacht gebetet. Und wenn man dann noch das Fajr-Gebet hinzufügt in der Gemeinschaft, dann ist es so, als hätte man die gesamte Nacht durchgebetet. Nur weil du in der Gemeinschaft gebetet hast. Für die Sahabe war das klar gewesen. Das ist eine der wichtigsten Taten überhaupt. Und deswegen haben sie großen Wert darauf gelegt, an der Gemeinschaft teilzunehmen. Abdullah ibn Mas'ud, er berichtet darüber und er sagt, es handelt sich hierbei um die sogenannten Sunan al-Huda, um die Gesetze, die Bräuche der Rechtleitung. Und dann sagt er, dass die Sahabe so weit gegangen sind, dass wenn jemand von ihnen krank gewesen ist, er sich stützen lassen hat von zwei anderen Personen, die ihn bis zum Gemeinschaftsgebet regelrecht getragen haben, ihn in die Reihe gestellt haben, damit er an der Gemeinschaft teilnehmen kann. So wichtig war ihnen das Gemeinschaftsgebet gewesen. Es war ihnen so wichtig gewesen, dass wenn sie nur Takbiratul Ihram, das Allahu Akbar, mit dem ich in das Gebet eintrete, hinter dem Imam verpasst haben, dass sie sich drei Tage lang herzliches Beileid gewünscht haben. Und wenn jemand, subhanallah, das Gemeinschaftsgebet vollständig verpasst hat, dann haben sie ihm eine ganze Woche lang, 7 Tage lang herzliches Beileid gewünscht. Weil ihm solch ein riesiger Lohn entgangen ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, meine lieben Geschwister, dass jemand, der zur Moschee geht, dass jedes Mal, wenn er einen Schritt macht, Allah subhanahu wa ta'ala ihn um eine Stufe erhöhen wird und von ihm eine Sünde tilgen wird. Jedes Mal. Es kam aber einige Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, von ihm stammt der Banu Salima oder Banu Salama. Und sie sagten, ja Rasulallah, wir wollen umziehen und zwar in deine Nähe. Ihre Wohnstätten waren relativ weit außerhalb von Medina gewesen. Und sie sind aber jedes Mal zum Moschee gekommen, um das Gemeinschaftsgebet zu vollziehen. Und als der Prophet davon hörte, sagte er zu ihnen, Ya Bani Salama, Diyarakum tuktab atharukum. Allahu Akbar. O Bani Salama, bleibt dort, wo ihr seid, damit eure Spuren niedergeschrieben werden.
damit ihr weiterhin diesen Lohn bekommt, dass ihr jedes Mal, subhanallah, zum Gebet gelaufen bekommt. Und jedes Mal diesen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Und daran erkennen wir, wie wichtig dieses Gemeinschaftsgebet ist. Auf das unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam selbst solch einen großen Wert gelegt hat. Und an dem die Sahabe festgehalten haben. Und an dem wir gerade heutzutage besonders festhalten sollten. Wir leben in einer materiellen Welt. Eine Umgebung, die uns nicht besonders hilft. Deswegen, lasst uns versuchen, regelmäßig an den Gemeinschaftsgebeten teilzunehmen. Damit unser Iman gefestigt wird. Damit wir unter unsere Geschwister gelangen. Die uns erinnern, allein wenn wir sie sehen. Damit wir den Koran hören von einem Imam, der den Koran richtig rezitieren kann. Damit wir diese 27 Stufen mehr bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind die Sunnah al-Huda. Das sind die Gesetzmäßigkeiten oder die Bräuche der Rechtleitung, an denen unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam festgehalten hat und an denen jeder einzelne von uns ebenfalls festhalten sollte. Möge Allah ta'ala unsere Liebe zu dem Gemeinschaftsgebet stärken und uns die Kraft geben, dass wir immer wieder zum Gemeinschaftsgebet kommen. Amin, Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.